Zwischendurch kommt der Koch vorbei, fragt einen, was man essen möchte. Viel mehr Luxus kann man an Bord eigentlich nicht erleben. Ja, letztendlich habe ich ein Jahr lang wie verrückt Meilen gesammelt. Einen Teil der Meilen habe ich am Ende auch dazu gekauft, um genug Meilen zu haben. Aber im Prinzip war es das schon. Man kann auf den verschiedensten Wegen mittlerweile Meilen sammeln. Es gibt jede Menge Partner am Boden, die genau das möglich machen. Das sind Kreditkarten, das sind Girokonten, das sind Zeitschriftenverlage oder es sind Airlines, die ihre Meilen einfach günstig verkaufen. Ein Beispiel, was interessant sein könnte für dich, wäre ein Business-Class-Flug mit Lufthansa in die USA. Den bucht man bereits auf 55.000 Miles & More Meilen. Als erstes würdest du eine Miles & More Kreditkarte abschließen. Die gibt mehrmals im Jahr 20.000 Meilen an ihre Neukunden heraus. Wenn du das mit einem DKB-Girokonto kombinierst, erhältst du dafür noch einmal 5.000 Meilen für den Abschluss, 5.000 Meilen für die Hinterlegung der Kreditkarte, 5.000 weitere Meilen gibt es für den ersten Gehaltseingang. Und wenn du möchtest, kannst du noch 4 Freunde für dieses Konto empfehlen und auch dafür nochmal jeweils 5.000 Meilen erhalten. In Summe bist du bei 55.000 Meilen. Kosten, die dabei anfallen, wären die 110 Euro Jahresgebühr für die Miles & More Kreditkarte sowie ca. 500 Euro Steuern und Gebühren für den Flug an sich. In Summe fliegst du also für 600 Euro in der Business Class in die USA und zurück. Wenn es dein Ziel zum Beispiel ist, in der Lufthansa First Class zu fliegen, kann es teilweise Sinn machen, nicht bei Miles & More, dem eigenen Programm von Lufthansa, zu sammeln, sondern auf das Programm einer Partner-Airline von Lufthansa innerhalb der Star Alliance zu wechseln. Das könnte zum Beispiel Singapore Airlines sein. Wenn du in diesem Programm sammelst, kannst du die Lufthansa First Class ebenfalls buchen. Und je nach Strecke ist das deutlich günstiger als Miles & More direkt. Hängt, wie gesagt, vom Einzelfall ab und du müsstest dich vorher informieren, welche Strecke für dich konkret in Frage kommt.